Ja, hallo und herzlich willkommen zu Spessart Imge. Zum gestrigen Film gab es doch einige Fragen und Unklarheiten. Man fragt mich, was ich denn meine mit dem Schema nach Imker F. Schema nach Imker F ist gut. Imker nach Schema F. Damit meine ich eigentlich, dass im Datant viel falsch geimgert wird und das nach System. Ich will es hier in dem kleinen Film mal nur verdeutlichen, was ich damit meine. Die Situation: Der Imger hat 6 Waben in seinem Volk gehabt, hat dann ein Sheet. Ist alles in Ordnung, er hat das Volk überwindet, da ist jetzt Brut drin, da ist Pollen drin und die Bienen sitzen dicht. Im gestrigen Video von mir hat man gesehen, dass meine Bienen nicht dicht sitzen, haben aber ausgedehnte Brutflächen. Wie kommt das? Gut, der Datant-Imker nimmt an, wenn jetzt die Bienen über das Sheet drüber gehen und am Sheet sitzen oder er hinter das Sheet eine Mittelwand setzt und die Bienen anfangen da zu bauen, dann ist es Zeit zu erweitern. Gucken wir uns erstmal die Gesamtsituation in diesem Volk an. Die Bienen sitzen dicht, was in dieser Jahreszeit unnatürlich ist schon. Und sitzen dicht auf der Brut, ist es viel Pollen dazwischen getragen. Was läuft da falsch? Gucken wir uns mal die Brutfläche an, welche er zur Verfügung hat. Eine Datant-Wabe hat 2184 Quadratzentimeter, hält dann eine Gesamtfläche von 13.104 zur Verfügung, das Volk. Ein normales Zandervolk hat schon 15.000. Nur in diesem Stadium, jetzt Kirschblüte, hat der Zander-Imker schon längst aufgesetzt und hat im Gegensatz zum Datant-Imker, der noch 13.000 Quadratzentimeter hat, schon 30.560 Quadratzentimeter. Der Datant-Imker sagt, ja, das geht in der Honig, da kann ich wenig ernten. Weiß ich nicht. Jetzt haben da viele Zander-Imker gesagt, ja, mache ich 1,5 Rähmchen. Da habe ich immer noch im Brutraum 22.920 Quadratzentimeter Fläche. Zum gleichen Zeitpunkt hat der Datant-Imker 13.104 Quadratzentimeter Fläche. Was stimmt da nicht? Die sagen doch immer, na jetzt muss ich das mal wegmachen hier. Die sagen doch immer, wenn da die Bienen da rausgehen und dann bauen, dann kann ich ja weiter. Aber meine Bienen gehen jetzt gar nicht raus. Ich habe auch keine Biene gesehen, die übers Sheet gegangen ist. Ein paar vereinzelte. Was ist denn da faul? Ja, gucken wir uns mal. Ja, wie soll ich sagen, bevor wir gucken, der Datant-Imker geht immer, also das Datant-System ist eigentlich so linear aufgebaut, dass es immer von der Konstante ausgeht, was das Verhältnis Biene und Brut angeht. Und das ist einfach falsch. Ich habe das mal gemessen an dem Volk, das ist hier das Volk 28 gewesen im Zander. Für die Körung ist da die Volksentwicklung aufgezeichnet worden. Und wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind genau hier an dieser Spitze. Wir haben wenig Bienen im Volk, aber ein Haufen Brut. Gehen wir zurück zu dieser Situation mit dem Wissen, was wir jetzt schon haben. Die Bienen werden einen Teufel tun, hier die Brut zu verlassen, jetzt in dieser Jahreszeit beim Massewechsel und hier anfangen zu bauen. Niemals. Die sitzen sich hier so dicht wie möglich dahin. Die Königin kann nicht stiften, weil sie eingeengt ist hier. Und das war's. Keine Biene geht hier im April daher und baut hier eine Wabe aus. Die bleiben schön hier hocken. Die Bienenmasse ist nämlich noch gar nicht da. Aber Brut will die Königin machen. Auch auf die Gefahr hin, dass es kalt wird. Das sieht man ganz deutlich hier in diesem Graphen. Hier, diese Spitze, hier im Zandervolk. Das sind roundabout 32.000 Brutzellen.
zu knapp 20.000 Bienen. Das ist aber nur jetzt im Frühjahr so. Sonst sind immer mehr Bienen wie Brut da. Nur jetzt nicht. Und da missdeutet der Dadant-Imker hier seine Situation. Ganz, ganz klar. Gehen wir nochmal da rein. Ich hatte 9 Waben. Ja, das ist immer nur eine 6. Ich hatte 9 Wabenbrut und habe knapp 20.000 Fläche an Wabe. Das ist meines Erachtens okay. Also, was diesem Mann raten? Ganz einfach. Überwintern auf 12 Zargen hier. Auf 12 Zargen überwintern. Auf 12 Zargen, ja, das ist auch schön. Ne? Nein, auf 12 Rähmchen überwintern, die Durchlensung abwarten und dann Ende April gucken, was ist besetzt und dann den Brutraum anpassen. So würde ich das jetzt machen. Ich habe selber, weil mich hat es immer gewundert, wie die Dadant-Imker das schaffen, auf 6 Waben zu imkern. Deshalb habe ich mir vor Jahren Dadant-Beuten geholt und habe das selber ausprobiert und bin hier zu diesem Ergebnis gekommen. Dass das hier, was mache ich denn hier jetzt, wenn ich so inge? Ich mache nichts anderes, als hier diese Spitze abzuschneiden. Ich schneide einfach diese Spitze ab. Und das habe ich ja im letzten Film gesagt, das verfolgt mich dann das ganze Jahr und auch bei der Überwindung, weil dieser Graf wird abgeflacht, die Bienen werden abgeflacht und die Brut wird gehemmt. Gut, bei der Kanika, ich weiß nicht, wie es bei der Backfass ist, aber bei Kanika, wenn ich das eine Kanika-Biene so halte, setze ich jetzt schon, wenn ich die Spitze hier abschneide, den Impuls zum Schwärmen. Setze hier schon einen Schwarmimpuls. Deshalb meinen die vielleicht, man kann in der Dadant-Beute keine Kanika halten. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, dass das so hier nicht gut funktionieren kann. Und so eine Lehrmeinung zu vertreten, halte ich schlichtweg für falsch. Aus dem einfachen Grund, meine Erfahrung, ich habe so Völker so geführt und habe Völker einfach frei ihre Sache machen können lassen. Und ich hatte von den anderen Völkern mehr Honig als von so einem Volk. Allein die Zahlen sprechen ja für sich. 13.000, eine Brutfläche, ich muss mal gucken, ungefähr von 8 besetzten Zanderwaben. Und dass ich hier eine Biene nicht entwickeln kann, das dürfte jetzt wohl mit diesem Wissen jedem klar sein. Okay.